Am 18. Februar, da gewann der VfL Bochum mit 3:2 gegen den FC Bayern und alles sah ganz wunderbar rosig aus beim VfL. Die nächsten 6 Spiele brachten 5 Niederlagen und ein Unentschieden. Der Vorsprung auf den Relegationsplatz, er ist immer mehr geschmolzen. Und jetzt sieht es so aus, als müsste Thomas Letsch gehen. Wie konnte es soweit kommen? Darüber sprechen wir jetzt mit dem einzig wahren Philipp Rentsch, dem Bochum-Experten unter den Journalistinnen und Journalisten da draußen. Jetzt hier im Rasenfunk. Ich freue mich. Und nun der Rasenfunk. Zur 90. Minute stand es 1-0 für uns in Köln. Meine Mannschaft, die unbedingt diesen Sieg brauchte. So gesehen glaube ich schon, dass der Ansatz nicht unbedingt der falsche war. Und das ist ja das Ärgerliche. Ein Spiel geht halt nicht 90 Minuten, wie es früher mal hieß, sondern ein Spiel geht 90 plus Minuten. Und das ist das, was wir uns angreifen müssen. Es passiert eben zum wiederholten Male, dass wir dann das Spiel noch aus der Hand geben, dass dann mehr Druck vom Gegner kommt. Spüren Sie noch die volle Rückendeckung vom Club intern? Ich habe mich gefragt, ob die Frage heute kommt oder ob sie dann erst morgen kommt. Darüber mache ich mir ehrlich gesagt im Moment gar keine Gedanken. Ich bin einfach nur enttäuscht, dass wir hier ein Spiel verloren haben. Und alles andere interessiert mich gerade relativ wenig. Alles zum letzten Bundesligaspieltag. Ja, uns muss das leider interessieren, ob Thomas Letsch noch die volle Rückendeckung hat. Philipp, schön, dass du da bist. Hallo. Schön, dass ich zu Gast sein darf. Ja, schön, dass du den Rasenfunk noch so reinquetscht in deine Recherchen. Wir nehmen jetzt auf am Montagvormittag. Wir haben 11:15 Uhr. Was sind deine Informationen? Wird Thomas Letsch weiter Trainer des VfLs sein? Ja, es deutet sich an, dass am Samstag beim Heimspiel gegen Heidenheim ein anderer Trainer auf der Bank sitzen wird. Bedeutet also, Thomas Letsch wird sehr wahrscheinlich nicht Trainer des VfL Bochum bleiben. Etwas, was ich vor wenigen Tagen nie gedacht hätte, denn das ist jetzt etwas, was sich sehr kurzfristig ergeben und abgezeichnet hat nach dieser ja doch sehr besonderen und bitteren Niederlage in Köln. Nach 90 Minuten, wir haben es ja gerade gehört, führte der VfL Bochum noch 1-0 und hat dann noch 2 Gegentreffer kassiert und die Negativserie fortgesetzt. Also in dieser Form, bin ja jetzt auch schon ein paar Jahre dabei, habe ich das auch noch nicht erlebt. Findest du die Entscheidung, wenn sie denn so kommt, aber es deutet ja wirklich alles darauf hin, denn richtig? Ganz schwer zu sagen, um ehrlich zu sein. Denn eigentlich dachte ich bis vor einiger Zeit, Thomas Letsch und der VfL wären eigentlich so eine Art Perfect Match, also in der vergangenen Saison zumindest. Da hat vieles gepasst. Thomas Letsch hat den VfL ja aus einer fast ausweglosen Situation herausgeführt und gerettet. Sehr emotional gerettet am Ende mit dem Sieg gegen Leverkusen. Der VfL ist bis heute die einzige oder die letzte Mannschaft, die Bayer Leverkusen besiegt hat. Aber es ist nicht gelungen, diese Euphorie mit in die neue Saison zu nehmen. Es gab ja dann einen sogenannten Stotterstart mit dem Pokal aus in Bielefeld, mit dem 0-5 in Stuttgart und einer sehr langen Sieglosserie. Erst im November gab es dann den ersten Sieg gegen Darmstadt. Und dann gab es eine Phase der Stabilisierung zwischen November und Februar und das endete ja dann mit dem 3:2-Sieg gegen die Bayern. Aber letzten Endes war die Gesamtleistung in dieser Saison nicht überzeugend und deshalb finde ich es zu dem jetzigen Zeitpunkt nachvollziehbar, wenn die Verantwortlichen sagen, wir brauchen einen neuen Impuls, denn darum geht es ja. Welche Möglichkeiten gibt es überhaupt im Saisonendspurt, nochmal was zu verändern? Und dann wissen wir alle, da sind die Möglichkeiten begrenzt und dann ist es ein übliches Mittel im Fußball zu sagen, wir tauschen nochmal den Trainer aus, einfach weil sich gewisse Dinge jetzt beim VfL wiederholt haben. Wiederholt hat der VfL Bochum Vorsprünge verspielt, gegen Darmstadt einen 2-0 Vorsprung verspielt, jetzt in Köln wurde aus einem 1-0 ein 1-2 und das Ganze gab es ja auch schon in den Wochen und Monaten zuvor. 21 Punkte hat der VfL nach Führungen verspielt und das ist jetzt so das letzte Mittel, weil sich am Ende natürlich auch niemand vorwerfen lassen möchte, nicht alles für diesen so wichtigen Klassenerhalt getan zu haben. Am 7. Spieltag, also nach dem 7. Spieltag, habe ich den letzten Schwerpunkt zum VfL aufgenommen, damals noch mit Christoph Biermann. Und die Überschrift der Sendung war damals, die Stimmung ist so gut wie nie.
Damals hatte man noch nicht gewonnen, man hatte 4 Unentschieden in den ersten 7 Spielen geholt. Wir haben aufgenommen nach einem Auswärtsspiel bei Rasenballsport Leipzig, das 0:0 Unentschieden ausging. Würdest du dem denn zustimmen, dass zwischenzeitlich die Stimmung so gut war und was ist da passiert? Ich hatte den Eindruck, dass im Oktober, als es eben diese Sieglosserie gab, noch alle relativ entspannt waren. Mit dem Wissen, dass es in der vergangenen Saison ähnlich war, da hatte der VfL die ersten 6 Spiele unter Thomas Reis verloren und mit dem Spiel gegen Leipzig gab es ja einen kleinen erkennbaren Aufwärtstrend. Also das Spiel gegen Leipzig war ja wirklich ordentlich. Es gab ein 0:0, das in Bochum als Erfolg gewertet und fast gefeiert wurde. Die Stimmung so gut wie nie würde ich jetzt nicht unterschreiben, aber es war noch relativ entspannt, weil alle wussten, in Bochum ist es auch mal normal, durch ein solches Tal zu gehen. Aber gerade jetzt, am Ende der Saison, wären natürlich alle dann auch nervös. Das ist was anderes, ob man jetzt zu Saisonbeginn 6-7 Spiele nicht gewinnt oder am Ende der Saison. Und ja, die Stimmung ist jetzt in den vergangenen Wochen einfach gekippt. Also ich fand so spätestens mit der Niederlage in Mainz, als dann alle dachten, okay, jetzt kommen diese Partien, die man eigentlich gewinnen muss gegen die direkte Konkurrenz, gegen Mainz, gegen Darmstadt, gegen Köln. Dann wurde es allmählich unruhig, weil gegen Leipzig und Freiburg kann man irgendwie verlieren. Und dann gab es auch noch ein paar unglückliche Schiedsrichterentscheidungen, gerade in der Partie gegen Freiburg. Und gegen Leipzig führte der VfL ja auch recht lange und hat ganz gut mitgehalten. Aber dann ist es so allmählich in eine andere Richtung gegangen und jetzt mit der Niederlage gegen Köln, die ja maximal, ich will gar nicht sagen unglücklich war, aber maximal enttäuschend und das hat ja viele fassungslos zurückgelassen, ist die Stimmung dann auch im Umfeld gekippt. Ich meine, dieses Köln-Spiel, es war auch ein besonderes, es war ein historisches. Das hat der 1. FC Köln in seiner langen Bundesliga-Geschichte noch nie geschafft, ein Spiel zu gewinnen, in dem man in der 90. Minute noch zurücklag. Also das hatte eine ganz besondere Dimension. Und ich verstehe auch die aktuelle Stimmung, weil wie anders sollst du dich fühlen, wenn du siehst, dass hinten drin auf einmal die Teams anfangen zu gewinnen, zum Teil eben gegen dich in der Nachspielzeit. Und der Vorsprung immer kleiner wird. Aber trotzdem würde ich mit dir gerne nochmal zurückgehen in diesen Herbst. Denn wir hatten eben dieses Auswärtsspiel bei Leipzig. Damals übrigens 2 gehaltene Elfmeter durch Manuel Riemann. Das war Teil dieser Partie. Und dann setzte ja das ein, womit man fast schon kalkuliert hatte. Nämlich die Siege, die Unentschieden. Es gab eine ungeschlagene Serie. Und das führte ja unter anderem zu einer Vertragsverlängerung mit Thomas Letsch im November des letzten Jahres. Kannst du uns nochmal zurückholen in diese Zeit? Wie kam es zu dieser Entscheidung? Ich glaube, bis 2026 wurde sein Papier verlängert. Genau, also die Entscheidung wurde im November, Ende November getroffen, als der VfL erst einen Sieg auf dem Konto hatte. Es folgte dann unmittelbar nach der Vertragsverlängerung der 2. Sieg und dann auch noch vor dem Jahreswechsel der 3. Sieg. Und dann sah es ja eigentlich zur Winterpause zumindest halbwegs ordentlich aus. Die Vertragsverlängerung hatte sich seinerzeit abgezeichnet, einfach aufgrund der Verdienste in der vergangenen Saison und der grundsätzlichen Überzeugung, dass Thomas Letsch der Richtige ist, weil er eben auch wunderbar zu diesem Club gepasst hat, wie auch immer man das jetzt formulieren mag. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, es war eigentlich so eine Art Perfect Match, nicht nur bezogen auf den sportlichen Erfolg in der vergangenen Saison, sondern Thomas Letsch hat insbesondere mit seiner Mannschafts- und Menschenführung überzeugt in Bochum. Er hat sich mit diesem Club identifiziert. Es war für ihn ja auch eine besondere und ist für ihn eine besondere Station, weil es sein erster Bundesligist ist. Also ich hatte zwischendurch das Gefühl, dass das war auch nochmal etwas anderes, als wenn jemand zum VfL kommt, für den die Bundesliga schon Alltag ist. Also das waren so ganz kleine Szenen und Situationen, die ich da ganz spannend fand. Ich fand zum Beispiel mal interessant, wie er mehrfach vor einem Bundesligaspiel in den Presseraum gekommen ist. Vollkommen untypisch und unüblich in der Bundesliga. Er hat sich in den Stadien umgesehen. Das fand er irgendwie alles, glaube ich, faszinierend. Das ist jetzt, wie gesagt, nur eine absolute Kleinigkeit, hat überhaupt nichts mit dem Sportlichen zu tun. Aber das war für ihn reizvoll, das war für ihn eine ganz besondere Aufgabe. Und es hat ja eben dann auch
recht lange funktioniert. Aber ich glaube, die ersten Fehler haben dann schon im Sommer begonnen, weil Thomas Letsch einiges vorhatte, was man jetzt rückblickend als Fehler bezeichnen muss. Er hatte erstmals entscheidend Einfluss auf die Kaderplanung, hatte sich vorgenommen, das System umzustellen, wollte bevorzugt mit einer Dreier- bzw. Fünferkette spielen. Ich glaube, so ein bisschen das Unwort des vergangenen Jahres war das Wort Schienenspieler in Bochum. Und da musste Thomas Letsch irgendwann einsehen, dass das irgendwie doch alles nicht so funktioniert. Dann gab es die Rolle rückwärts. Der Kader war allerdings eher auf eine andere Systematik ausgerichtet. Die Frage ist, wollte er zu viel im Sommer oder war einfach der grundsätzliche Ansatz falsch, weil man den Kader mit den Bochumer Möglichkeiten einfach nicht so schnell qualitativ gut genug umbauen kann. Aber ich glaube, im Sommer hat eigentlich diese Fehlerkette begonnen, obwohl sich die Mannschaft zwischendurch stabilisiert hat. Gab es da vielleicht auch schon die ersten Vorboten, dass es eine schwierige Saison werden würde. Und ich glaube, darauf deutete ja insbesondere der Saisonstart hin. Auch wenn es, wie gesagt, diese Stabilisierungsphase so ab Oktober gab, der Saisonstart war doch extrem schwierig. Und wenn man dann sieht, dass ja eigentlich kein wirklicher Leistungsträger auch im Sommer gegangen ist. Also es gab ja wirklich die Voraussetzung dafür, die Euphorie aus der vergangenen Saison mitzunehmen in die neue Saison. Und das ist nicht gelungen. Ja, das verstehe ich alles. Und wir haben das ja damals auch ausführlich im Rasenfunk thematisiert, eben diese Versuche mit einer asymmetrischen Viererkette, Fünfer versus Viererkette, gerade die Außenverteidigerpositionen waren da immer sehr wichtig. Da gab es schon aus der Vorbereitung kommt, wo man eben ganz, ganz unterschiedliche Ansätze gesehen hat und keiner davon so richtig überzeugt hat, gab es Themen und dann begann die Saison mit diesem 0:5 beim VfB Stuttgart, wo beim ersten Gegentreffer die Innenverteidiger irgendwie 15 Meter auseinanderstehen und Guirassy dann, wo man damals noch dachte, vielleicht hört er irgendwann auf, Tore für den VfB zu schießen, direkt das 1:0 macht. Also sprich, ich glaube, da ging man schon mit Fragezeichen in die Saison und diese haben sich fortgesetzt. Was ich aber schon gerne nochmal mit dir diskutieren würde, sind zwei Aspekte dessen. Das eine, finde ich, ist die Kommunikation. Gerade du hast ja Thomas Letsch immer wieder nach diesen Themen gefragt. Er hat auch zwischendurch, so ehrlich muss man sein, manchmal so ein bisschen spitz darauf reagiert. Man hatte fast den Eindruck, ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall war es ein Thema, dass er schon wusste, von wem diese Fragen kommen, glaube ich. Ich fand aber, dass er schon immer gute Begründungen hatte und dass er da auch oft nochmal ein Bild aufgemacht hat, das uns Journalistinnen und Journalisten verschlossen bleibt. Also wenn er zum Beispiel die Unterschiede zwischen Gamboa und Bernardo oder Joarisch besprochen hat, dann ging es da auch ums psychologische Profil der Spieler, um die aktuelle Form, um die Art und Weise, wie sie trainiert haben. Wenn wir mal kurz bei diesem Aspekt bleiben, findest du, das ist ein Vorwurf, den man Thomas Letsch noch machen kann, auch in der Rückschau, dass er eben rumprobiert hat, jetzt vereinfacht gesprochen, und eben auch auf solche Aspekte Rücksicht genommen hat. Denn es hat ja eigentlich eine ganze Weile funktioniert. Ja, das ist eine Frage, mit der sich, glaube ich, gerade viele in Bochum befassen. Hat Thomas Letsch zu sehr experimentiert? Ja, vor der Saison war sein Ansatz ein für Bochumer Verhältnisse sehr innovativer, ein komplett anderer, abweichend von dem, was man aus den vergangenen Jahren kannte. Ich hatte bisweilen den Eindruck, dass er nicht allzu sehr die Stärken der Mannschaft berücksichtigt hat. In den vergangenen Jahren war es oft so, dass der VfL insbesondere ich will gar nicht sagen Alleinstellungsmerkmal hatte, aber es schon besonders war, dass er sehr viel Tempo im Kader hatte, gerade auf den Außenpositionen, auf den offensiven Außenpositionen. Das war dann mit der Systemumstellung quasi Makulatur. Da kann man schon die Frage stellen, ob er der Mannschaft ihre Stärken teilweise genommen hat, mit seinen Anpassungen, mit seinen Veränderungen. Es gab dann im Verlauf der Saison immer wieder Entscheidungen, die man vielleicht von außen nicht sofort nachvollziehen konnte, aber das muss man auch, finde ich, gar nicht immer, denn er ist der Trainer, der jeden Tag auf dem Platz steht und dann gewisse Dinge testet, ja auch oft im Geheimtraining, und man dann von außen gar nicht genau weiß, warum diese Entscheidungen so zustande gekommen sind. Thomas Letsch ist ja schon grundsätzlich ein kommunikativer Trainer,
der aber nur bis zu einem bestimmten Punkt Dinge verrät. Also er erzählt einiges, aber sagt auch nicht immer alles, was man sich vielleicht erhofft. Und deshalb blieb die eine oder andere Entscheidung vielleicht auch etwas unbegründet, will ich gar nicht sagen, aber war dann vielleicht auch nicht so nachvollziehbar. Ich hatte jetzt aber in den vergangenen Wochen den Eindruck, dass er keine ganz klare Linie mehr verfolgt hat. Also ich nehme jetzt mal exemplarisch die Rechtsverteidigerposition. Ja, das war sicherlich eine Schwachstelle, auch schon im Winter, wenn man sieht, dass Bernardo sehr stabil war, Schlotterbeck eigentlich auch. Gut, Ordetz fiel dann Ende des vergangenen Jahres aus. Masovic war noch eher mal ein Wackelkandidat, aber speziell auf der Rechtsverteidigerposition gab es dann eher Schwächen, obwohl Gamboa sich ja dann eine Zeit lang festgespielt hat. Und dann hat ja Tim Oermann den Platz eingenommen zu Beginn des Jahres, hat es positionsfremd wirklich gut gelöst, hatte sich dann aber verletzt. Und dann gab es 5 Spiele in Folge mit 5 unterschiedlichen Spielern in der Startelf auf der Rechtsverteidigerposition. Gamboa, Paslak, Oermann, Losli, Masovic. Jetzt nicht in dieser Reihenfolge, aber daran hat man dann gesehen, dass Thomas Letsch dann auch da nicht eine Idee hatte, die dann sofort funktioniert hat, sondern es in jedem Spiel mit einer neuen Strategie versucht hat, irgendwie in den Griff zu bekommen. Und ich finde, da hat man schon gesehen, dass er viel versucht hat, dass er auch irgendwie was auch logisch ist, wenn man verliert, dann nochmal andere Entscheidungen zu treffen, nochmal was zu verändern. Aber so die ganz klare Linie fehlte ihm dann. Ich fand jetzt auch in Köln ist zwar sofort sichtbar und nachvollziehbar, dass er wie so oft versucht hat, das System des Gegners zu spiegeln. Das ist ja auch irgendwie recht lange gut gegangen. Da mache ich ihm jetzt gar nicht den ganz großen Vorwurf. Es war nachvollziehbar. Nachvollziehbar im Sinne von, das ist irgendwie auch eine Bochumer Strategie. Diese Manndeckung, viele 1-gegen-1-Duelle, dann macht es Sinn, das System des Gegners zu spiegeln. Aber die Frage ist dann immer, hilft es der eigenen Mannschaft vor allem im Offensivspiel? Und da sage ich ganz klar nein. Und dann ist vielleicht auch das Signal an die Mannschaft das Falsche, zu sagen, okay, wir richten uns jetzt doch ziemlich stark nach dem Gegner. Okay, das finde ich alles nachvollziehbar und gerade diese Personalrochaden, du hast jetzt als Beispiel die Rechtsverteidigerposition genommen, aber man könnte da zum Beispiel auch über die Besetzung des zentralen Mittelfelds sprechen, wo ja dann irgendwann Masovic hingewechselt ist, unter anderem ja gegen Bayern, ganz fantastisches Spiel gemacht. Also solche Dinge gibt es ja aber in jedem Team. Aber jetzt wollte ich noch einen zweiten Aspekt mit reinwerfen, den du vorhin angesprochen hast, nämlich, dass du gesagt hast, es hat kein Stammspieler dieses Team verlassen. Und auf dem Papier stimmt das, aber was hältst du denn von der These, dass 2 wesentliche Säulen der Vorsaison eigentlich kaum von ihrer Form her mit der Vorsaison vergleichbar sind? Und das sind für mich zum einen Manuel Riemann, der bei allem, was Manuel Riemann immer noch kann, aber zum einen nicht so viele Elfmeter gehalten hat. Und das hört sich jetzt banal an, aber Bochum ist wieder das Team, das die zweitmeisten Elfmeter gegen sich hatte. Und eben in der letzten Saison war das oft einfach nicht ein Tor. Er hat einen Post-Shot-Expected-Goals-Wert von -5,5. Wenn ich mich richtig erinnere, müsste er da in der letzten Saison positiv gewesen sein. Und der zweite ist Philipp Hofmann. Und da sind wir nämlich dann auch beim Spielstil. Also der Spielstil in der letzten Saison war ja noch wesentlich geprägt, auch aus den Thomas-Reiß-Jahren kommend. Langer Ball auf Philipp Hofmann, der legt den Ball ab, verlängert ihn, gewinnt auf jeden Fall sein Kopfballduell und dann passiert etwas mit dem VfL Bochum. Ich halte es für naheliegend zu sagen, wir brauchen auch noch einen weiteren Weg nach vorne und vor allem wurde dieses Thema immer drängender, weil Philipp Hofmann auch nicht zu vergleichen ist mit der Form der Vorsaison. In der letzten Saison hat er 214 Kopfballduelle gewonnen, mit weitem Abstand die meisten der Bundesliga. Diese Saison, er hat natürlich auch weniger gespielt, aber es sind 83. Und wenn man es in den pro 90 Minuten sich anguckt, das ist nicht mehr miteinander vergleichbar. Also was hältst du von der These, dass man sagen könnte, es gab zwar auf dem Papier keine Abgänge, aber in der Realität dann vielleicht doch, basierend auf der unterschiedlichen Form von Schlüsselspielern wie diesen beiden? Ja, ich versuche jetzt erstmal auf die Personalie Philipp Hofmann einzugehen, der jetzt 3 Saisontore erzielt hat, auch jetzt erst gegen Gladbach überhaupt sein erstes gemacht hat im Februar und dann 2 zuletzt.
Ja, es fehlt generell die Torgefahr, vor allem im letzten Drittel. Und es fehlt jemand, bei dem man das Gefühl hat, das ist zumindest eine Art Knipser, der für eine gewisse Torgarantie steht. Es ist utopisch, davon auszugehen, dass der VfL Bochum in jeder Saison einen Spieler hat, der mindestens, auf jeden Fall zweistellig trifft. Nicht mindestens, aber zweistellig trifft. Und aber davon sind ja viele Spieler gerade weit entfernt. Und generell ist es sicherlich ein Problem, dass dem VfL Bochum in der Offensive auch alternative Lösungen fehlen, wie du das gerade angesprochen hast. Also der lange Ball ist nach wie vor ja ein oft gewähltes Mittel. Mhm. Dann fehlen aber mitunter auch Spieler, die dann den abgelegten Ball verarbeiten. Das gab es in der Saison auch oft. Ich halte es aber nach wie vor für wichtig, dass gerade Spieler noch auf dem Platz stehen, die man auch in die Tiefe schicken kann. Also Spieler wie Asano und Anvi Ajay, auf die Ledge jetzt gegen Köln, auf beide hat er dort verzichtet. Gerade Kevin Stöger ist ja ein Spieler, der diese beiden immer in Szene setzen kann, der ja oft auch darauf wartet, genau diesen Pass in die Tiefe zu spielen, mhm. der immer ein hohes Risiko eingeht, in meinen Augen manchmal auch ein zu hohes Risiko eingeht, aber das sieht man ja auch an den Statistiken, der grundsätzlich dazu in der Lage und vor allem auch bereit dazu ist. Und deshalb würde ich das Offensivproblem jetzt nicht einzig und allein an Philipp Hofmann oder an einem fehlenden Mittelstürmer festmachen, sondern eben auch daran, dass es nicht gelungen ist, auch die Außenstürmer entsprechend in Szene zu setzen. Sicherlich fehlt denen generell etwas Torgefahr. Takuma Asano braucht einfach relativ viele Chancen, um zum Torerfolg zu kommen. Und Christopher Anvi Ajay ja ganz ähnlich. Und Alternativen dahinter fehlen eben. Zumindest Spieler mit einem entsprechenden Tiefgang und mit entsprechendem Tempo. Und die These, dass Manuel Riemann in dieser Saison schwächelt im Vergleich zur vergangenen Saison, kann ich gar nicht unterschreiben. Ich habe eher einen komplett anderen Eindruck, dass er in der vergangenen Saison ja doch einige Patzer drin hatte. Also ich erinnere mich an das Spiel gegen Schalke 04, nachdem ja sogar darüber diskutiert wurde, ob nicht Michael Esser die bessere Wahl wäre. Dann fiel Esser gegen Köln aus. Riemann machte wahrscheinlich sein bestes Spiel in der Saison. Aber Riemann sah häufiger unglücklich aus. Ich kann mich auch noch erinnern, im April gegen Stuttgart patzte er. Und also das war in meinen Augen eine eher schwächere Saison von Riemann. Und bislang waren die klaren Patzer die absolute Ausnahme. Also gegen Darmstadt ja. Und ich fand sogar, dass er nicht nur beim 2:2 schlecht aussah, sondern auch beim 1:2, als er viel zu weit vorm Tor stand und den Ball wahrscheinlich problemlos gehalten hätte, wenn er näher an der Linie gewesen wäre. Und ich habe immer den Eindruck, wenn Manuel Riemann nicht voll fokussiert ist auf seine Leistung, sondern sich viel mit dem befasst, was vor ihm passiert, dann schwächelt er, dann patzt er. Aber ansonsten fand ich ihn relativ stabil in dieser Saison. Ja, okay. Das stimmt sicherlich. Ich habe so ein bisschen aus den Statistiken gesehen und ich hatte das Gefühl, und da sind wir jetzt aber dann vielleicht beim eigentlichen Thema, ich denke, es ist falsch, es auch an einer Person festzumachen, weder an Thomas Letsch noch an einem einzelnen Spieler, das Thema der Defensive, denn das ist ja das Problem. Offensiv ist es okay, 33 Tore, die reißen einem jetzt nicht vom Hocker und dafür, da kann man Diskussionen drüber führen, wie du sie ja jetzt schon angedeutet hast, eben Spielstil, wie wird Kevin Stöger eingesetzt und so weiter. Und so fort und eben die schnellen Spieler. Aber das große Problem ist ja die Abwehr. Bochum hat die zweitschlechteste Defensive dieser Liga. Man hat inzwischen 58 Gegentore. Nur Darmstadt mit sensationellen 71 ist da noch schlechter. Und da kommt ja eben nicht nur der Torhüter mit rein, sondern eben auch das Zusammenspiel mit den Vorderleuten. Auch da finde ich, dass Manuel Riemann, ich meine, wir kennen ihn, er ist immer sehr emotional, aber da hatte ich auch schon Spiele, wo ich mir gedacht hatte, ja, also die wissen doch schon alle, dass sie gerade einen Fehler gemacht haben, du musstest sie nicht nochmal anbrüllen, dass sie jetzt aufwachen sollen. Ich glaube, sie haben es gecheckt.
Aber wie blickst du denn auf dieses Abwehrproblem, was ja letztlich auch Grund für diese Entlassung ist? Wenn wir über die 21 verspielten Punkte nach Führung sprechen, dann sprechen wir wesentlich auch darüber, dass die Defensive wackelig war, dass es immer wieder individuelle Fehler gab und dass da keine Stabilität reingekommen ist, weil mit dem Rest konnte man ja eigentlich ganz gut leben beim VfL Bochum. Also woher kommen diese Probleme? Ja, das ist interessant. Wenn man sich die Statistik ganz nüchtern anschaut, sieht man eben genau das, was du gerade beschrieben hast, dass der VfL die zweitschlechteste Abwehr in der Liga stellt. Vom Gefühl her hätte ich eher gesagt, die Offensive ist mehr das Problem, noch mehr das Problem als die Defensive. Warum? Weil es natürlich in der Defensive einige Spieler gibt, die auch gute Statistiken mitbringen. Ich nehme mal Bernardo als einen der zweikampfstärksten Spieler der Liga, der definitiv eine Verstärkung für den VfL Bochum ist, der sich jetzt nicht wie eigentlich geplant eher in der Innenverteidigung festgespielt hat, sondern auf der Linksverteidigerposition. Kevin Schlotterbeck, rein subjektiv wahrgenommen, stabiler als in der vergangenen Saison, hat sich ja eigentlich schon zum Führungsspieler auch entwickelt. Und dann stellt sich die Frage, okay, warum sind es trotzdem so viele Gegentreffer? Ich habe ja vorhin schon einmal kurz gesagt, die Rechtsverteidigerposition ist in meinen Augen qualitativ nicht gut genug besetzt. Es gab da verschiedene Wechsel, wobei gerade in der Phase, in der Oermann ja auch als gelernter Innenverteidiger noch dazu kam, zeitweise standen ja dann die 4 gelernte Innenverteidiger auf dem Platz, wirkte es stabiler. Da nehme ich jetzt einfach auch mal die Partien gegen Stuttgart, gegen Frankfurt, gegen Mannschaften aus dem oberen Tabellendrittel. Wobei gegen Frankfurt gab es dann doch schon eine Vielzahl an Chancen für die Eintracht. Da war die Abwehr dann auch nicht ganz so stabil. Ordetz fehlte zeitweise, aber das war sogar die Phase, in der der VfL weniger Gegentreffer kassiert hat, als vorher mit ihm. Ich fand ihn dann auch jetzt in der Zeit nach der Verletzung nicht ganz so stabil, war dann auch mehrfach an Gegentreffern beteiligt, insbesondere im Heimspiel gegen Leipzig, war er da mehrfach an den Gegentreffern beteiligt, und es hat sicherlich auch dazu geführt, dass Thomas Letsch dann jetzt auch zweimal auf ihn verzichtet hat. Fehlt allerdings auch Kopfballstärke, wenn ich jetzt insbesondere an das Gegentor, an das 1-2 in Köln denke, das 1-1, als Steffen Tigges zum Kopfball ansetzt und Masovic dann ja auch zu spät kommt und sich da nicht durchsetzen kann. Auch das 1-2 ist ja auch ein Kopfball-Gegentreffer. Also vom Kopfball-Ungeheuer Luca Waldschmidt. Ja, absolut. Es ist für mich auch nicht so ganz greifbar, warum die Anzahl der Gegentreffer sich im Vergleich zur vergangenen Saison ja kaum verändert hat. Meine These ist, es sind 14 Gegentore allein in den letzten 15 Minuten plus Nachspielzeit gefallen. Das ist ja schon eine sehr hohe Anzahl, dass da oft die Konzentration fehlt, dass die Spieler sicherlich auch zu nervös werden. Und das ist ja hier auch ein Thema, das dann gerade mit Bezug auf Thomas Letsch diskutiert wird, dass er der Mannschaft möglicherweise das Signal gibt, zu sehr in den Verteidigungsmodus zu schalten und die Mannschaft dadurch immer tiefer in die eigene Hälfte gedrängt wird und so die Wahrscheinlichkeit für Chancen des Gegners ja auch irgendwo steigt. Und ich habe das Gefühl, dass das zumindest ein Teil der Erklärung ist, dass die Herangehensweise hier und da zu defensiv ist, aber das ist definitiv nicht die einzige Ursache, denn gegen Darmstadt hat der VfL ja versucht, dann irgendwie auch noch das dritte Tor zu erzielen und hat dann eher naiv sogar verteidigt und ist dann in Konter gelaufen und hat so die Partien verloren. Also auch da gibt es wieder mehrere Ursachen, die dazu führen, dass der VfL die zweitschlechteste Defensive der Liga stellt. Und gleichzeitig ein extrem auswärts schwaches Team ist in dieser Saison.
Ich finde, da müssen wir nochmal in den Verlauf dieser Rückrunde hineinblicken. Ich gehe da jetzt einfach mal so, ich versuche im Galopp durchzugehen, dass es nicht zu lange dauert, weil dann kommen wir ja bei der Entlassung von Thomas Letsch raus. Vielleicht kannst du nebenher dein Handy checken, ob du schon weißt, wer Nachfolger wird. Du hast heute als einer der ersten Gäste überhaupt beim Rasenfunk die Absolution, jederzeit auf dein Handy zu blicken. Es kann alles passieren. Also es geht los gegen Werder Bremen zu Hause. Schon das war ein Punktverlust, weil man in der Nachspielzeit einen abgefälschten Distanzschuss kassiert zum 1:1. Dann sehr, sehr glücklich gegen Stuttgart gewonnen. In Dortmund hohes Pressing gespielt, Dortmund vor Riesenprobleme gestellt, aber zwei Strafstöße verursacht. Da haben wir wieder die Elfmeterschwäche, die ich vorhin schon angesprochen habe, verloren. Gegen Augsburg zu Hause wieder in der Schlussphase Punkte hergegeben. Es ist ein Handstrafstoß von Ordetz und, das fand ich damals interessant, das hat Thomas Letsch auf seine Kappe genommen. Thomas Letsch war nicht derjenige, der gesagt hat, was soll ich denn machen, wenn die immer Fehler machen, schaut mich doch an, ich bin doch der Ärmste von uns allen, sondern hat gesagt, na, das war vielleicht mein Fehler, vielleicht habe ich uns zu defensiv spielen lassen. Und deswegen sind wir so unter Druck gekommen. Fand ich interessant, weil das ist jetzt etwas, was ihm oft vorgeworfen wurde. Vielleicht kommt das auch daher. Gegen Eintracht Frankfurt einen glücklichen Punkt geholt. Dann kam eben dieses Bayern-Spiel und jetzt kommen wir dann in die schwache Phase, die jetzt Thomas Letsch seinen Job gekostet haben wird. In Gladbach. Extrem unglückliches Spiel. Es hätte eine rote Karte gegen Flo Neuhaus geben müssen. Es gab ein aberkanntes Tor. Es gab aber auch 5 Gegentreffer. Also bei 11 gegen 11 war man deutlich schwächer. Hätte man 11 gegen 10 gespielt, im Konjunktivland vielleicht wäre hier was gegangen. Gelsenkirchen-Rasenballsport Leipzig, ohne Manuel Riemann, der da gelb gesperrt war. Lange Zeit gut gespielt, aber dann innerhalb von 5 Minuten, glaube ich, 3 Gegentore kassiert. Von 1:1 auf 1:4. Und dann sieht Quarteng auch noch rot hinten raus. Gegen den SC Freiburg gibt es nicht gegebene Strafstöße, viele, viele Chancen, die man vergibt, aber in einzelnen Szenen Tore, Gegentore kassiert, deswegen auch verloren. Und dann kommt eben dieses wichtige Auswärtsspiel bei Mainz 05. Ein sehr, sehr harter Strafstoß gegen Bochum, ich würde es mal so formulieren. Aber insgesamt ist es so, das eine Team hat Energie, nämlich Mainz 05 unter Bo Henriksen, das andere Team unter Thomas Letsch nicht, man verliert. Dann kommt dieses Darmstadt-Spiel, an das erinnern wir uns noch sehr gut. 2:0-Führung weggeschmissen, Riemann patzt bei beiden Treffern. Hinten raus noch versucht, es 3:2 gemacht. Du hast es schon, also 3:2 zu machen, aber man hat es nicht geschafft. Du hast es schon angesprochen. Und jetzt eben das, was wir jetzt gerade beim 1. FC Köln gesehen haben. Wieder ein Auswärtsspiel, wieder eine Niederlage, wieder in der Nachspielzeit. Man könnte aber bei allen diesen Spielen, und deswegen wollte ich das nämlich nochmal so durchgehen, natürlich gibt es auch Faktoren, mit denen Thomas Letsch da zu tun hat. Eben diese Nervosität, es ist seine Aufgabe und vor allem er steht in der Verantwortung dafür, sein Team so einzustellen, dass man eben weniger Fehler macht, dass man solche Spiele irgendwie zieht. Aber man muss ja auch wirklich jetzt nicht krass im Team, also ich muss jetzt kein Verwandter von Thomas Letsch sein, um zu sagen, Alter, hatte der Pech. Also wie ist denn diese Rückrunde bitte verlaufen? Und vor diesem Hintergrund, wenn ich jetzt sage, warum kann man denn nicht mal an dem Trainer festhalten? Was sagst du dann? Ich muss kurz überlegen, auch wenn du jetzt etwas länger ausgeholt hast und die Rückrunde, die bisherige Rückrunde, finde ich gut zusammengefasst hast. Also ich stimme dir zu bei der These, Thomas Letsch hatte auch Pech. Patrick Fabian, der Geschäftsführer des VfL, Sportgeschäftsführer des VfL, hat ja nach dem Spiel gegen Köln gesagt, so oft Pech hintereinander, das ist dann auch irgendwann kein Zufall mehr. Also so ein bisschen angelehnt an den Satz von Hermann Gerland, immer Glück ist Können. Mhm. Und wenn man so oft Pech hat, dann ist es auch kein Zufall mehr. Da stimme ich ihm zu. Aber wir wissen alle, wäre nur eines dieser Partien anders gelaufen in den vergangenen Wochen. Eine dieser Partien hätte eine andere Wendung nehmen können, weil beispielsweise der VfL einen berechtigten Elfmeter bekommen hätte oder wie auch immer. Ich bin mir sicher, dann würden wir heute hier nicht über die Personalie Thomas Letsch in dieser Ausprägung diskutieren. Und würden wir auch nicht diskutieren, bin ich mir sicher, wenn Luca Waldschmidt nicht noch das 2:1 erzielt hätte. Bei einem 1:1 hätten wir wahrscheinlich diese Trainerthematik heute nicht auf dem Tisch. Mhm. Das ist jetzt meine These. Ich habe den Eindruck, dass, aber das ist ja eigentlich oft im Fußball so, dass dann eben diese Kleinigkeiten entweder auch dazu führen, dass eine Mannschaft sehr erfolgreich ist oder eben in so einem
in so einer Negativspirale steckt. Und da geht es ja oft um diesen letzten Impuls, irgendwas zu verändern. Weil ich auch den Eindruck hatte jetzt in den vergangenen Tagen, Thomas Letsch, ich will nicht sagen, er wirkte ratlos, aber er strahlt sonst immer eine große Zuversicht aus. Und die war jetzt nicht ganz so spürbar, wobei das auch fast nachvollziehbar war, eine Stunde nach dem Spiel gegen Köln. Wenn er sich gegen Köln zuversichtlich hingesetzt hätte, dann hätte man ihn direkt entlassen müssen, wegen Realitätsverweigerung. Also. Ja, hast du auch absolut recht. Also von daher ist aber trotzdem die Frage, was kann man jetzt überhaupt noch ändern? Oder hat Thomas Letsch jetzt irgendwie eine Idee, auf die er in den vergangenen Wochen nicht gekommen ist? Und ich denke aber, und das habe ich vorhin ja auch schon mal versucht anzudeuten, dass eben auch schon einige Fehler im Sommer bei der Kaderplanung gemacht wurden. Ich finde, das ist ein Aspekt, den man unbedingt nochmal ansprechen muss, weil von den Neuzugängen bis auf Bernardo niemand so wirklich überzeugt hat. Man muss dazu sagen, dass einige Spieler auch nicht geholt wurden, um sofort einen Stammplatz einzunehmen. Es war den Verantwortlichen klar, dass Spieler wie Moritz Quarteng oder Lukas Daschner, die kommen aus der zweiten Liga, die waren nicht sofort als Stammspieler eingeplant. Nichtsdestotrotz nehmen sie einen Kaderplatz ein, sie kosten entsprechend Geld und irgendwann im Laufe der Saison müssen sie ja dann auch eine Hilfe sein. Und das sind sie Stand jetzt nicht. Mhm. Und die sogenannten Schienenspieler wie Felix Passlack und Maximilian Wittek haben eben auch nicht entsprechend überzeugt. Matos Bero hat oft gespielt, er hat seine Stärken eingebracht, ist jetzt aber auch kein Leistungsträger. Und Gonzalo Paciencia, der kurz vor Transferschluss noch als Mittelstürmer verpflichtet hat, hat von allen Mittelstürmern bezogen auf die Einsatzminuten die beste Torquote, ist aber auch verletzt oder hat oft irgendwie kleinere Wehwehchen, weshalb er dann nicht einsatzfähig war, brauchte lange Anlaufzeit, um überhaupt ein Kandidat für die Startelf zu sein. Und also die allermeisten Transfers waren eher enttäuschend. Und ja, dann muss man fragen, welchen Einfluss hatte Thomas Letsch auf die Kaderplanung? Sicherlich auch. Aber bisweilen hatte er auch nicht andere Möglichkeiten, um auf Probleme, die dann aufgetreten sind, zu reagieren. Also er sprach zwar oft gerne von der großen Konkurrenzsituation im Kader, die habe ich oft nicht gesehen. Also die Auswahlmöglichkeiten waren dann realistisch betrachtet eher begrenzt. Genau, und da bringst du ja dann quasi schon auch die Verantwortung von Patrick Fabian als sportlichem Leiter mit dazu in die Verlosung. Jetzt gibt es aber hier beim VfL auch eine Vorgeschichte. Der letzte Bundesliga-Abstieg, der fand in der Saison 2009-2010 statt. Damals hatte man nach 24 Spieltagen 27 Punkte, diesmal waren es 26 Punkte. Damals hatte man 9 Punkte Vorsprung auf die Abstiegszone. 4 Spieltage später, am 28. Spieltag, waren es nur noch 3 Punkte. Und jetzt sehen wir die große Parallele. Ähnlich ist es jetzt, von eben wirklich 7 Punkten Vorsprung ist es jetzt auch auf 3 Punkte Vorsprung geschmolzen. Damals waren die Trainer Marcel Koller, Heiko Herrlich und am Ende dann Darius Wosch, dazwischen noch Heinemann kurz vor ein Spiel, aber das waren die Namen damals. Und man ist in die zweite Liga abgestiegen, in der man dann ja 11 Jahre verbleiben sollte. Es war die letzte Erstligasaison vom VfL. Welche Rolle spielt diese Parallelität der Ereignisse, dass man fast das Gefühl hat, hier könnte sich etwas wiederholen, vielleicht sogar mit der Länge der Zweitliga-Zugehörigkeit. Wir haben es oft genug hier ausgearbeitet im Rasenfunk, dass der VfL mit Zweitligastrukturen sich in der ersten Liga hält. Nichts anderes ist es ja. Also eine Sache noch ganz kurz zum Thema Kaderplanung. Ich will jetzt gar nicht die Verantwortung von Patrick Fabian auf eine andere Person lenken, aber insbesondere zuständig für die Kaderplanung war in diesem oder im vergangenen Sommer Marc Lettau. Patrick Fabian fehlte ja auch krankheitsbedingt einige Monate und als Sportdirektor ist da Marc Lettau natürlich auch beteiligt und Bis heute auch sehr überzeugt ist von seinem eigenen Kader, muss man auch sagen. Also die Selbstkritik, die du ja selber auch Thomas Letsch attestiert hast in der letzten PK, bei Lettau sehe ich sie nicht ganz so deutlich in den Aussagen. Gut, ist jetzt nochmal ein eigenes Thema. Ich glaube, dieser Vergleich mit 2010, den habe ich ganz oft auch in Leser-Mails und Nachrichten in den vergangenen Tagen und Wochen geschildert bekommen. Ich glaube, das erste Mal, dass mich eine Nachricht diesbezüglich erreicht hat, war
vor oder nach dem Spiel gegen Mainz, als mich jemand an diese Parallele erinnert hat, da war es eben auch so, dass der VfL Mitte Februar geglaubt hatte, dass er gerettet ist und dann kein einziges Spiel mehr verloren hat. Ich habe in einem Kommentar mal im März bin ich darauf eingegangen und geschrieben, eigentlich sehe ich diese Parallele nicht. Also natürlich mit Blick auf die Zahlen okay, aber seinerzeit gab es auch sehr viel Unruhe im Club mit Heiko Herrlich, ein Trainer, der keine richtige Bindung zur Mannschaft hatte, in ganz großer Unterscheidung zu Thomas Letsch, den auch Spieler insbesondere für seine Mannschaftsführung loben. Deshalb habe ich diese Parallele nicht ganz so gesehen. Mittlerweile muss man sagen, diejenigen, die schon frühzeitig darauf hingewiesen haben, haben nicht Unrecht. Wobei jetzt noch 6 Spiele ausstehen und man dann am Ende sehen muss, ob es dann tatsächlich so kam oder kommt, dass der VfL wirklich seit Februar dann kein Spiel mehr gewonnen hat. Weil das wäre ja wirklich dramatisch, weil meine Position nach dem Bayern-Spiel war, okay, du brauchst noch 2 Siege, vielleicht 2 Unentschieden und dann ist das Ding durch. Und zu dem Zeitpunkt war die Mannschaft ja auch relativ stabil, nicht nur aufgrund des Sieges gegen die Bayern, sondern gegen Stuttgart gewonnen, gegen Dortmund lange gut mitgehalten, gegen Frankfurt einen Punkt geholt. Da dachte ich, okay, also das müsste ja jetzt gelingen, weil die Konkurrenten im Keller ja jetzt auch nicht jedes Wochenende gepunktet haben. Nichtsdestotrotz, die Parallele lässt sich irgendwie ziehen zu 2010. Und das ist natürlich auch die große Befürchtung bei vielen Fans, dass genau das wieder passiert. Denn eines ist klar, und das ist ein Satz, den ich auch gerne in meinen Texten schon verwendet habe. Ich habe den Eindruck, es ist immer deutlich einfacher, den Klassenerhalt zu schaffen, als wieder aufzusteigen. Oder anders gesagt, aufzusteigen, wieder aufzusteigen, ist deutlich schwieriger, als einen Klassenerhalt zu schaffen. Denn für einen Aufstieg braucht es gerade, seitdem es die Relegation gibt und nur noch 2 sichere Aufsteiger, braucht es eigentlich eine nahezu perfekte Saison in einer sehr schwierigen zweiten Liga, in der ja 10, 11 Mannschaften im Grunde immer aufsteigen wollen. Und sollte der VfL den Gang in die zweite Liga antreten müssen, wäre das in der kommenden Saison so, dass der VfL sicherlich wieder vorhat, in die Bundesliga zurückzukehren, aber dann viele namhafte Konkurrenten hat, die genau das auch vorhaben. Und deshalb ist es eher einfacher, in der Bundesliga zu bleiben, wenn man dann auch sieht, wie wenig die Mannschaften da unten im Keller bislang gepunktet haben. Die haben ja alle einen Punkteschnitt von unter 1 pro Partie und deshalb wäre es verdammt wichtig für die gesamte Vereinsentwicklung, nicht in die zweite Liga abzusteigen. Und da kann man nicht gegen argumentieren. Gerade der finanzielle Unterschied, was man eben einfach an TV-Geldern und so weiter bekommt, der ist einfach so groß, dass ein Zweitliga-Abstieg wirklich weitreichende Konsequenzen hat und die Angst wirklich berechtigt ist, dass man wieder länger in der zweiten Liga bleibt. Jetzt habe ich ja aber das Privileg, als Außenstehender drauf zu schauen. Ich bin nicht derjenige, der absteigt. Und ich finde, wenn man den Gesamtkontext dann aber etwas größer zieht, dann jetzt die Dynamik. Ich erkenne sie an, die Dynamik ist negativ und dass man da Panik bekommt, gerade das Köln-Spiel. Aber eigentlich ist doch alles genau so, wie man es erwarten konnte vor dieser Saison. Wir haben 2 Aufsteiger, von dem war bei einem schon leicht zu vermuten, dass der sehr gut in der ersten Liga klarkommt. Das war Heidenheim, hier im Rasenfunk. Wir haben es damals in der Saisonvorschau gesagt, es ist genauso gekommen. Heidenheim leider nie irgendwie in Gefahr, also leider natürlich aus Sicht von Bochum, dass die wieder runtergehen könnten. Und du hattest einen, wo alle gesagt haben, na gut, das wird schwierig, Darmstadt 98 hat sich bestätigt, Darmstadt 98 ist weg. Dann hatten wir zwischenzeitlich Teams wie Union, die unten drin hingen, Wolfsburg hängt unten drin. Es war aber zu erwarten, dass die sich da irgendwann rausziehen. Und Wolfsburg hat es ja noch nicht mal geschafft, aber Union jetzt so langsam entfleuchen sie dahinter weg. Das heißt, es geht um die Frage, du musst noch ein Team finden, was schlechter ist als der VfL, damit du Relegation spielen kannst. Und du musst 2 finden, die schlechter sind als der VfL, damit du direkt dich rettest, so wie es in den Jahren zuvor auch war. Wir müssen ja nicht so tun, als ob da der VfL mit wehenden Fahnen zum Klassenerhalt geflogen ist. Du hast es ja angesprochen, das Spiel damals gegen Leverkusen, wie wichtig das war. Und genau diese 2 Teams haben wir ja gefunden. Köln spielt richtig schlecht, aus ganz verschiedenen Gründen. Hat jetzt halt dieses eine Spiel gewonnen. Okay, gebe ich zu, aber auch erst 4 Siege diese Saison. Mainz 05 spielt richtig schlecht. Die haben natürlich jetzt tatsächlich einen Trainerwechseleffekt gehabt. Ob der nachhaltig ist, ich bin aber immer noch skeptisch, weil es basiert immer noch sehr viel auf
Engagement und dass da halt jetzt Spieler zurückgekommen sind, die Bruce Svensson zum Beispiel gar nicht vorher hatte im Kader von Mainz 05. Also gestehst du mir als neutralem Beobachter zu, dass ich sage, ey, eigentlich ist überhaupt nichts passiert und ich bin dann schon der Meinung, wenn das Verhältnis zwischen Mannschaft und Trainer zu stimmen scheint, solche Andeutungen hast du ja auch gemacht, wenn man im November einen Vertrag verlängert hat, weil man überzeugt ist, dann kann man doch auch mal an dem Trainer festhalten. Warum muss man denn immer diesem Impuls nachgeben, dieser Panik nachgeben, während das eins der größten Unterscheidungsmerkmale zwischen langfristig erfolgreichen Teams und langfristig weniger erfolgreichen Teams ist, dass das am Trainer festhalten etwas bewirkt, ihnen Zeit zu geben, etwas wirkt und man auch mal durch eine Krise durchgehen kann. Wohlwissend, ich weiß, dass ich das leichter sagen kann, weil ich nicht derjenige bin, der Mitarbeiter entlassen muss, wenn es in die zweite Liga geht. Aber kannst du das verstehen? Absolut, zumal der VfL Bochum ja ein Club ist, der in den vergangenen Jahren bei fast jeder sich bietenden Gelegenheit erwähnt hat, wie wichtig personelle Kontinuität ist. So. Und dann jetzt eine komplett gegensätzliche Position zu vertreten und dann doch einen Trainerwechsel zu vollziehen, widerspricht dem Ganzen ja ein Stück weit. Ich finde es immer interessant, auch so einen nüchternen Blick von außen zu bekommen, weil man ja dann doch irgendwie so in dieser Bochum-Bubble feststeckt. Und ich hatte auch schon in den vergangenen Wochen habe ich ja immer wieder auch in meinen Texten oder in meiner Kolumne, die ich dann wöchentlich veröffentliche, geschrieben, mir ist das alles zu viel Panik hier im Umfeld, weil ich dachte, also irgendwann kommt jetzt dieser Sieg, der dann das Umfeld beruhigt. Nur der kam nicht. Mhm. Gegen Darmstadt lief ja alles lange Zeit wirklich gut. Gegen Köln saß, war das Spiel in meinen Augen schwach. Zwei ganz schwache Mannschaften, die aufeinander getroffen sind. Aber der VfL hätte es irgendwie 1-0 gewonnen und dann hätte sich zwei Tage später niemand darüber unterhalten, wie das zustande gekommen wäre. Und das sind dann aber wirklich so die Kleinigkeiten im Fußball, die dann dazu führen, dass man diesen sogenannten Impuls meint, setzen zu müssen. Also natürlich wäre es auch eine Möglichkeit zu sagen, okay, wir machen mit Thomas Letsch weiter. Das würde oder müsste für mich aber dann bedeuten, okay, wir gehen mit ihm auch in die zweite Liga. Also wirklich dann zu sagen, okay, wir sind von ihm überzeugt und gehen den Weg weiter. Aber diese Überzeugung scheint ja dann doch irgendwie zu fehlen. Und ich habe mich auch schon im November kurz gefragt, ist es nicht sehr mutig, mit ihm in einer Phase zu verlängern, in der der VfL damals nur einen Sieg auf dem Konto hat. Okay, die Überzeugung war offensichtlich unabhängig von den Ergebnissen vorhanden. Aber jetzt ist sie ja irgendwie doch nicht mehr so ganz klar vorhanden, ein paar Monate später. Es irritiert mich dann irgendwie. Also deshalb verstehe ich schon deinen Ansatz zu sagen, okay, also wenn man im November mit ihm bis 2026 verlängert, warum hat sich das ein paar Monate später, warum hat sich die Meinung so sehr verändert? Ich habe auch den Eindruck, es geht wirklich jetzt erstmal nur um diesen Impuls, weil es, wie gesagt, vor einigen Tagen ja noch gar kein Thema in Bochum war, den Trainer zu wechseln, sondern es geht jetzt darum, zu sagen, okay, wir brauchen einen neuen Ansatz, wir brauchen irgendwie jemanden, der vielleicht auch die Euphorie im Umfeld weckt. Also ich möchte jetzt nicht Peter Neururer ins Spiel bringen, bitte überhaupt nicht falsch verstehen. Ich möchte nur kurz an 2013 erinnern, als er 6 Spieltage vor Schluss zum VfL kam, Abstiegskampf in der zweiten Liga und mit der Meldung, dass er Trainer wird, die Menschen plötzlich wieder euphorisch waren, auch im Umfeld. Das hat sich auf den gesamten Club übertragen und das kann ich nachvollziehen, dass man sagt, okay, das machen wir jetzt aus Sicht der Verantwortlichen, das müssen wir irgendwie machen, weil sonst kann man uns am Ende vorwerfen, nicht alles dafür getan zu haben, dass der Club in der Liga bleibt. Ja. Und ich habe vorhin auch schon die Mannschaftsführung erwähnt, zwischen Letsch und Riemann oder zwischen Letsch und Losilla, das sind ja so die beiden großen Führungsspieler, hat es nie gekracht oder es gab Meinungsverschiedenheiten, das gehört dazu. Riemann ist ja auch jemand, der das teilweise auf dem Platz dann noch zeigt. Und
aber trotzdem bin ich mir sicher, dass Patrick Fabian speziell, das hat er bei Thomas Reis vor anderthalb Jahren auch gemacht, mit den Spielern spricht und guckt, okay, glauben die an eine gemeinsame Wende? Und wenn das nicht der Fall ist, dann zu sagen, okay, wir wechseln den Trainer. Also sagt er immer so schön, der Trainer hat die Kabine verloren. In diese Richtung, glaube ich, geht es am Ende aber schon. Also wenn die Mannschaft sich klar für den Trainer ausspricht und sagt, wir schaffen das definitiv zusammen, dann, ja, aber dann wird Thomas Letsch nicht gehen müssen. Also ich verstehe das und ich weiß auch, wie du es meinst. Aber trotzdem will ich mal kurz den Punkt machen, wann ist denn das so? Nicht mal beim VfB Stuttgart werden alle gerade pro Sebastian Hoeneß sein, weil es gibt nämlich die Spieler 17, 18, 19, 20, denen er gesagt hat, wenn du das und das machst, dann spielst du bei mir. Und die dann nicht spielen und die sagen, so ein Mist, warum kriege ich hier keine Chance? Ich bin doch viel besser als alle anderen. Und natürlich muss ein Team, die sind höchst verunsichert. Und dass da die sich jetzt nicht hinstellen und sagen, ja, Thomas Letsch, bester Mann und forever friends natürlich, das ist ja logisch. Also ich verstehe den Punkt, aber also von Kabine verloren zeugen vielleicht diese Nachspielzeiten und diese Schlussphasen, aber auch da, du siehst ja, dass da Dinge in den Köpfen auf dem Platz passieren und da sind Trainer auch machtlos. Wir geben ihnen immer diese unglaubliche Macht und sie haben natürlich auch viel Entscheidungsgewalt in sich, aber während das Spiel läuft, reduziert sich die Einflussmöglichkeit eines Trainers ganz, ganz extrem. Und das hat man unter anderem bei Thomas Reis damals gesehen. Ich habe den gesehen, wie er nach dem 1:7 damals zu Hause gegen Bochum in der Pressekonferenz saß. Da war ich ja damals vor Ort. Und im Grunde, jede seiner Aussagen war eigentlich im Subtext, Leute, was soll ich machen? Ich hatte keine Chance, irgendwas zu machen und dann lagen wir 0:3 hinten und dann war das Ding durch. Also diesen Punkt will ich kurz machen, auch wenn ich weiß, dass du es jetzt natürlich nicht genauso gemeint hast. Es gibt aber ja noch einen weiteren Aspekt, der dazukommt, wenn man sich eben dazu entscheidet, einen Trainer zu wechseln. Denn den Impuls zu setzen ist ein nachvollziehbarer Wunsch, vor allem, wenn man vielleicht schon weiß, mit wem man diesen Impuls setzen möchte. Gibt es denn, also kannst du uns jetzt hier verraten, wer Nachfolger von Thomas Letsch wird und ist das auch der Fall beim VfL Bochum? Weil als du vorhin gesagt hast, naja, also vor ein paar Tagen war das noch gar kein Thema, Thomas Letsch zu entlassen. Jetzt ist er mutmaßlich weg. Wir haben jetzt 11.35 Uhr. Ich habe vor 5 Minuten geguckt, da war er es noch nicht. Aber dürfte jetzt bald soweit sein. Hat denn der VfL schon den Nachfolger gefunden? Gibt es da einen Namen, der sich absolut aufdrängt? Also ein Aspekt ist mir nochmal ganz kurz zurückgehend wichtig. Thomas Letsch hat selber jetzt nach dem Spiel gegen Köln gesagt, naja, meine Einflussmöglichkeiten während der Partie sind begrenzt. In einem Stadion mit 50.000 Menschen erreiche ich nicht den Spieler auf der anderen Seite und kann ihm noch Anweisungen geben. Trotzdem denke ich mir, mit seinen Wechseln und seinen Umstellungen gibt er natürlich auch Signale an die Mannschaft, die vielleicht dann eben nicht gepasst haben. Mhm. Damit meine ich insbesondere tendenziell eher defensive Wechsel, dass die Zuordnung in vielen Situationen nicht mehr gepasst hat, was man ja dann auch auf dem Platz gesehen hat. Und vor dieser Herausforderung stehen ja alle Trainer, stand ja Timo Schulz ganz genauso. Und er hat ja dann mit seinen Auswechslungen und Einwechslungen ja doch noch ein bisschen was bewegen können. Also verstehe ich, ist für einen Trainer auch schwierig und ich bin weit davon entfernt, dass alles oder auch das Allermeiste auf Thomas Letsch abzuladen. Ich glaube, es ist eine Kombination aus Fehlern des Trainers, aus Fehlern der Mannschaft. Auch ein Aspekt, den ich noch vergessen habe, ist, dass Anthony Lozilla jetzt nach dem Spiel gegen Köln gesagt hat, ja, wir glaubten auch irgendwie nach dem Sieg gegen die Bayern, ach ja, das klappt schon, wir sind schon gefühlt fast durch. Die Mannschaft ist nachlässiger geworden, Kaderplanung ist ein Thema, also das lässt sich nie auf nur eine Sache fokussieren, oder man kann sich da nicht auf eine Sache fokussieren und das ist auch ganz wichtig zu betonen, dass Thomas Letsch dann eben nur ein Glied in dieser Kette ist, der dann sicherlich einige Fehler gemacht hat, und aber dann wissen wir alle, wie die sogenannten Mechanismen des Fußballs sind und dass dann gerade in dieser Endphase einer Saison dann vor allem der Trainer dran glauben muss. Zur Nachfolge,
ich finde die Frage spannend, was für einen Typen braucht es jetzt? Mhm. Ich hab den Namen Peter Neururer gerade erwähnt, nochmal nicht, weil ich jetzt möchte, dass er nochmal Trainer beim VfL Bochum wird, sondern weil ich das Gefühl habe, das wäre vielleicht jemand, der jetzt einen anderen Ansatz verfolgt. Thomas Letsch ist eher ruhiger, eher der Pädagoge, der anders herangeht, und vielleicht braucht es jetzt genau diesen Typen, der vor allem über die Ansprache kommt, der vor allem irgendwie Euphorie im Umfeld, aber auch in der Mannschaft auslöst. Ich denke, das könnte eher der Weg sein, wobei ich auch absolut nachvollziehen kann, wenn die Verantwortlichen sagen, ja, also wie soll das aussehen? Holen wir jetzt einen sogenannten Feuerwehrmann und dann rettet der uns und dann muss der gehen. Also das war ja bei Neururer damals auch das Problem. Mhm. Er hat den VfL gerettet und dann gab es ja auch schon ein paar Zweifel zu sagen, okay, also muss man jetzt mit dem verlängern oder dann jetzt nochmal wechseln? Das hätte man aber damals im Umfeld auch nicht verkaufen können und Peter Neururer erst recht nicht. Und also ging es weiter und dann hat man aber relativ schnell immer gemerkt, okay, eigentlich passt das aber gar nicht. Das ist jetzt so die große Frage, welche Lösung man wählt. Intern sehe ich, das wäre jetzt so die charmante Lösung, zu sagen, man löst es intern bis zum Saisonende und holt dann einen frischen, unverbrauchten Trainer. Sehe ich jetzt nicht unbedingt. Heiko Butscher ist schon mehrfach eingesprungen, kann man machen. Aber er hatte ja in der Regel immer nur eine Partie Zeit, um die Mannschaft zu coachen. War ja in der vergangenen Saison auch der Fall. Er hat ja dann zwischen Thomas Reis und Thomas Letsch für ein Spiel übernommen. Ansonsten sehe ich intern da keine passende Option. Und was ich so höre, ist es auch der Wunsch, eine externe Lösung zu finden. Aber auch da muss man sich immer fragen, wer macht es jetzt? Weil es besteht die Gefahr, abzusteigen. Das will als Trainer auch keiner. Hermann Garland eine Option? Halte ich für... Ich möchte nicht sagen ausgeschlossen und am Ende wird das und dann fliegt mir die Aussage um die Ohren. Ach, komm. Nein, also ich kann mir das nicht vorstellen, dass er das dann auch macht. Und ganz offen gesagt, so sehr ich Hermann Gerland auch schätze, ob das jetzt in dieser Konstellation passt oder ob das nicht zu Reibungen führt. Also ich stelle mir gerade Hermann Gerland mit Manuel Riemann vor. Also das ist ja... Du, es kann Arm in Arm an der Theke enden, kann aber auch zu Kündigungen innerhalb der ersten 30 Sekunden führen. Ja, genau. Dazwischen ist alles möglich und also halte ich für fast ausgeschlossen. Mag sein, dass der Name mal intern kurz gefallen ist, aber also das... Ja. Nein. Aber das heißt... Du siehst jetzt auch nicht, dass der VfL schon diesen Plan für nach Thomas Letsch schon hat. Jein, also ich finde ja, jeder Verein sollte vorbereitet sein für diesen Fall der Fälle. Es kann ja auch sein, plötzlich wird ein Trainer abgeworben. Gut, vielleicht jetzt nicht unbedingt im Saisonendspurt, aber... Letsch zu Bayern, ich würde es feiern. Ja, ich glaube, jeder Verein sollte Trainer-Scouting betreiben und auch vorbereitet sein für den Fall der Fälle. Aber im Saisonendspurt lässt sich dann eben auch nicht jeder überzeugen. Also selbst wenn sie jetzt irgendwie einen interessanten Kandidaten haben, der vielleicht woanders unter Vertrag steht, den werden sie jetzt nicht kriegen. Also geht es jetzt insbesondere darum zu schauen, wer von den vereinslosen Trainern ist jetzt ein Kandidat. Da neigen ja viele Vereine dann zu sagen, okay, wir holen einen eher erfahrenen Trainer. Und dann ist die Frage aber, ist es dann auch die Lösung für die kommenden ein, zwei Jahre? Das klingt ehrlich gesagt so, also es klingt branchenüblich. Wir mussten jetzt entlassen, weil wir hatten Angst, dass sonst wir schuld sind am Abstieg und so ist halt der Trainer schuld. Es ist aber nicht der mittelfristig etwas erfolgsversprechendere Weg. Namen, die gehandelt werden, sind Urs Fischer, sind Stefan Kunz unter anderem. Hast du dazu Meinungen? Ich meine, wissen kann es noch keiner von uns beiden. Also ich will jetzt nicht sagen Breaking News, aber mir schreibt gerade eine sehr vertrauenswürdige Quelle, dass Thomas Letsch jetzt entweder schon informiert wurde oder sehr zeitnah darüber informiert wird, dass es für ihn nicht weitergeht. Das nochmal als kurzen Einwurf. Ja, die Namen, die medial kursieren, sind, glaube ich, auch vielfach jetzt erstmal Wunschkandidaten der Fans.
Stefan Kunz aufgrund seiner bekannten Verbindung nach Bochum, Ex-Spieler, Torschützenkönig, als Manager erfolgreich, sicherlich jemand, der vom Typ her mit seiner Ausstrahlung zum VfL passen würde, vielleicht auch Neururer ähnlich Euphorie entfachen würde, wobei ich mich frage, okay, welche Trainererfahrung bringt er mit? Ja, er hat die türkische Nationalmannschaft zuletzt trainiert, mit der U21 des DFB war er erfolgreich, aber als Vereinstrainer liegen seine Stationen ja jetzt auch schon, ja nicht nur Jahre, sondern Jahrzehnte zurück. 20 Jahre, Ella Ahlen, 2003, 2004, 13 Jahre. Ja, Ahlen, ja. Ja, also das zeigt ja auch, wäre eine spannende Lösung, von der ich jetzt noch gar nicht weiß, wie ich sie einzuschätzen habe. Vom Gefühl würde ich sagen, okay, also das, was ich gerade auch meinte, brauchst du jemanden, der auch die Mannschaft aufweckt, das Umfeld aufweckt. Ich glaube, da wäre er der richtige Typ. Ob er als Vereinstrainer in der täglichen Arbeit mit der Mannschaft jetzt der Richtige wäre, kann ich nicht einschätzen. Es wäre jetzt ja auch erstmal ein Kurzzeitprojekt. Wir haben jetzt Anfang April, inklusive möglicher Relegation sprechen wir hier über weniger als 2 Monate. Kann sein, dass ihn das reizt. Kann ich jetzt aber auch seriös noch nicht zu sagen. Hab da jetzt noch keine Info zu, ob er da jetzt wirklich der Top-Kandidat ist. Hab mir zwar ein, zwei Einschätzungen eingeholt dazu, ob wie Stefan Kunz das vielleicht auch selber sehen könnte oder ob er jemand ist, der den das reizen könnte. Wie gesagt, es gibt ja die bekannte Verbindung nach Bochum, aber da müssen wir jetzt vielleicht noch ein bisschen abwarten. Der VfL, das ist klar, will jetzt einen Trainer vorstellen in dieser Woche, mit dem er dann auch wirklich die letzten 6 oder 8 Spiele bestreiten wird und nicht jetzt einen Trainer für ein Spiel und dann nochmal wechseln. Das soll es nicht geben, aber der Wunsch ist das eine und das, was dann vielleicht klappt oder auch nicht klappt, ist das andere. Urs Fischer noch kurz, fände ich auch nicht schlecht, aber ich würde spontan sagen, der hat andere Optionen, denn man muss ja auch immer den Abstiegsfall mit einkalkulieren und genau. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er sagt, okay, das Risiko gehe ich ein, aber ist jetzt nur eine Ersteinschätzung von mir. Weißt du, wer meiner Meinung nach sehr gut passen würde? Ich weiß nicht, ob das realistisch ist. Es hinge wahrscheinlich auch vor allem damit zusammen, ob er wieder die Kraft hat für einen Job in der Bundesliga. Aber Bo Svensson, mit seiner Art Fußball zu spielen, würde meiner Meinung nach so gut zu diesem Standort VfL Bochum passen. Wir müssen uns dann von wunderbarem Offensivfußball ein bisschen verabschieden. aber er ist ja im Grunde die Update-Version von Thomas Reis, der natürlich auch verfügbar wäre, aber ich glaube, da sind zu viele Brücken verbrannt worden beim letzten Abschied. Ja, ich habe schon dein Gesicht gesehen. Aber Bo Svensson und ich persönlich könnte es mir vorstellen, wenn das machbar wäre. Das weiß ich natürlich überhaupt nicht. Also Thomas Reis würde Feuer entfachen, nur im anderen Sinne. Ja, also das Umfeld wäre auf jeden Fall nicht still, sagen wir es mal so. Bo Svensson habe ich ehrlich gesagt gerade keine Meinung zu. Habe ich auch zu wenig, also natürlich habe ich Mainz verfolgt, logischerweise, aber kann ich jetzt gerade nicht sagen, ob das irgendwie passen würde. Wie gesagt, vom Gefühl her würde ich sagen, eher eine erfahrene Lösung. Ich denke da so vom Typ her Richtung Uwe Neuhaus, wobei ich glaube nicht, dass der VfL jetzt bei Uwe Neuhaus unbedingt anruft, aber so in diese Richtung, ich denke, fällt auch an, also am Ende wird es ja oft jemand, den man gar nicht auf dem Schirm hat. Ich denke jetzt, vielleicht jetzt auch in eine falsche Richtung, aber so jemanden, also Letsch war ja in der Bundesliga vorher nicht aktiv, Robin Dutt, den man dann 2018 vorgestellt hat, war auch irgendwie eine Zeit lang raus, so Richtung Peter Stöger, nur jetzt mal als Beispiel. Erfahrene Lösung, Ruhepol, jemand, den man vielleicht auch für ein paar Wochen oder wenige Monate überzeugen könnte, losgelöst so ein Stück weit auch vom Namen, aber dass es in diese Richtung geht. Aber schauen wir mal. Ja, Taifun Korkut, Felix Magath, wer hat das alles nicht in der Vergangenheit gemacht? Es wird ja wahrscheinlich gut gehen.
natürlich, jetzt, das kann jetzt wieder ich als Neutraler sagen, du hängst da tiefer mit drin, aber es sind immer noch die 3 Punkte Vorsprung. Das Restprogramm ist nicht so ganz unknackig, um das zu sagen. Die Heimspiele, die ja sehr wichtig sind, sind Heidenheim, Hoffenheim und Leverkusen. Auswärts noch gegen Wolfsburg, bei Union und bei Werder Bremen. Allerdings Leverkusen sehr spät in der Saison, wenn die vielleicht irgendwie zwischen Europa League Halbfinale und so weiter stecken. Werder Bremen, für die wird es um gar nichts mehr gehen. Union wird sich bis dahin auch gesichert haben. Also sprich, auf dem Papier sieht oft ein Restprogramm zum Ende der Saison anders aus, als es dann sich in der Realität widerspiegelt. Also meine Prognose ist, der VfL holt sich diesen einen Dreier, den es wahrscheinlich noch braucht, und man wird dann mit historisch wenigen Punkten drinbleiben. Und dafür könntest du wahrscheinlich jeden Trainer holen. Ich bin kein Fan der Letztentlassung. Ich auch nach unserem Gespräch bleibe ich dabei. Ich verstehe, dass es dazu kommen konnte und dass vor allem Köln jetzt wirklich ein Schlag in die Magengrube war. Ich halte allerdings die Diskussionen im Fußball oft für zu emotional und gleichzeitig überbewertet man letztlich die Stellung des VfL. Der VfL steht da, wo wir vor der Saison alle gesagt hätten, er steht. Und wenn nicht die Dynamik dieser Saison so gewesen wäre, wie sie war, dann hätten das auch alle Fans und wahrscheinlich auch Journalisten und Journalistinnen wie du, hätten das alle akzeptiert, hätten gesagt, ja hier, 28. Spieltag, 3 Punkte vorm Relegationsplatz, ist ja super, sehr gut, go for it. Bester Mann, Thomas Letsch. Also ich bin kein Fan davon. Ich weiß nicht, wie dein abschließendes Fazit ist. Kleiner Einblick, ich habe am Samstag vor dem Spiel mit einem Journalistenkollegen genau über das Thema gesprochen, was passiert, wenn der VfL in Köln verliert. Wusste man natürlich noch nicht, wie er, wenn verlieren würde. So dramatisch hätten wir das alle nicht erwartet. Aber der Kollege sagte, naja, ich halte es da nicht für unwahrscheinlich, dass der VfL tatsächlich den Trainer austauscht. Und da war ich wirklich noch der Meinung, nein, gehe ich nicht von aus, dass das passieren wird. Aber es geht jetzt um diesen Impuls. Ich kann das nachvollziehen. Ich sage nach wie vor, dass Thomas Letsch und der VfL grundsätzlich gut zusammengepasst haben. Er hat sich für diesen Verein interessiert. Er hat sich für die Stadt interessiert. Hat sich auch irgendwie eingebracht. Also es sind so, jetzt, manche würden jetzt in dieser Phase sagen, unwichtige Kleinigkeiten. Aber vor ein paar Wochen gab es die Jugendsportler-Ehrung in Bochum und er stellt sich dahin und ehrt die Kinder und Jugendliche und so. Also der hat da wirklich ein Interesse für diesen Club mitgebracht. Und grundsätzlich hat es gut gepasst und ich glaube, rückblickend werden viele Fans ihm auch dankbar sein für den Klassenerhalt in der vergangenen Saison, werden sagen, dass es grundsätzlich eine sehr, ja auch spannende Trainerwahl von Patrick Fabian seinerzeit war, den hatte ja wirklich niemand auf dem Zettel und dass es grundsätzlich der richtige Ansatz war, aber in diesem Moment hat es gerade nicht gepasst, das soll es ja auch geben und... Ich bin sehr gespannt auf die nächsten, sicherlich sehr arbeitsreichen Tage. Ja. Und schauen wir mal, was sich so tun wird an der Castroper Straße 145. Da bin ich aber auch wirklich sehr gespannt drauf. Und umso mehr danke ich dir, dass du uns in diesen arbeitsreichen Tagen noch eine Stunde deiner Zeit für den Rasenfunk gegeben hast. Jetzt haben wir 10:50. Nein, es ist nicht 5:12. So lange wollte ich die Sendung jetzt nicht mehr ziehen. Noch ist es nicht offiziell verkündet, dass Thomas Letsch überhaupt weg ist. Philipp, ich danke dir sehr, sehr herzlich. Philipp Rentsch, Ladies and Gentlemen, wollte ich sagen. Folgt ihm überall. Ich werde verlinken. Man kann dich natürlich auch lesen in diversen Medien und auf einer eigenen VfL Bochum-Seite des VfL-Magazin. Sehr empfehlenswert. Immer mal wieder so meine Go-To-Adresse, wenn ich mich updaten will mit dem Blick von innen. Philipp, danke dir, dass du mit dabei warst im Rasenfunk. Vielen Dank für die Einladung. Hat mich sehr gefreut. Bis bald. Ja, und viel Kraft jetzt für die nächsten Tage und euch lieben Hörerinnen und Hörern wünsche ich natürlich dasselbe. Danke für eure Aufmerksamkeit und danke für euren Support, mit denen ihr Sendungen wie diese hier möglich macht. rasenfunk.de/supportersclub, da erfahrt ihr, wie man uns unterstützen kann. Wir sind rein spendenfinanziert. Wir sind Werbe-Paywall und sponsorenfrei. Ihr könnt uns unterstützen via PayPal, indem ihr im Kiosk einkauft, kiosk.rasenfunk.de. Wir haben noch ein paar Tassen, ganz, ganz wenige Shirts, ganz wenige Hoodies. Shoppt dort gerne und ansonsten bleibt vor allem gesund, bleibt uns gewogen und empfehlt diese Folge gerne weiter. Herzlichen Dank, bis bald. Macht's das gut. War der Rasenfunk. Von Ihnen unterstützt. Herzlichen Dank.